So, und damit herzlich willkommen zur, ich glaube, sechsten Folge The Quarry. Hier mit Ryan und der Frage Ruf oder Ehre und seinem kaputten Auge. Auch nicht zu vergessen an der Stelle. Wie letzte Folge schon angeteasert, werden wir auf Ehre gehen, damit vielleicht irgendwie sowas passiert von wegen hier allein in den gruseligen Wald und dann treffen wir die Hexe von Hackett's Crawby oder so. Vielleicht aber auch nicht. Deswegen gehen wir auf Ehre. Ehre. Immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Okay, das ist jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los. Ist mir eigentlich voll egal. Obwohl, nee, wir gehen mal in Ryan. Ryan ist ja, glaube ich, so ein bisschen... Obwohl, nee, der ist ja gleich mit Caitlin am Ende, ne? Ich wollte gerade sagen, Ryan bändelt... Nein! Achso, ich dachte gerade... Ich wollte gerade sagen, Ryan bändelt ja ein bisschen mit Abigail an. Aber tut er ja gar nicht. Das ist ja Nick mit Abigail. Ja, dann können wir eigentlich Caitlin, weil eigentlich sind ja Caitlin und Ryan eh so ein bisschen am Flirten miteinander, oder? Ich würde sagen, wir nehmen Caitlin. Caitlin? Sollen wir? Immer gerne zu Diensten. Stark. Okidoki, wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Wieso ist Dylan denn jetzt enttäuscht? Wir nehmen Caitlin, weil Caitlin... Caitlin, was sagst du? Ruf oder Ehre? Ruf. Ja, Ruf. Mal sehen. Ach Gott, ich muss jetzt hier so viel auswählen. Was soll das denn? Wenn wir diese Frage mit Jacob nehmen, dann können wir ganz schön doll in diese Beziehungsgeschichte zwischen Jacob und Emma reingrätschen, je nachdem, was für eine Antwort kommt. Und das wäre eigentlich interessant, würde ich sagen. Also, du und Jacob kennt euch schon ewig, oder? Seid ihr Kindergarten? Leider ja. Kackfrage, Bro. Voll vergeudet. Und seid ihr je, richtig zur Sache gekommen? In der Mittelstufe habe ich mit Jacob Zungenküsse geübt. Alter. Aber weiter sind wir nie gegangen, denn er ist ein grottiger Küsser. Als hätte ich meinen Bruder geküsst. Buh. Lieb dich trotzdem. Okay, weiter. Also alles, was ich mir bisher erhofft habe, ist nicht eingetreten. Emma. Schade. Ehre. Oh, Emma ist aber schon doch ein bisschen... Emma, also du küsst... Jacob. Oder... Oh. Nick. Boah, das wird jetzt interessant. Wenn sie jetzt Nick nimmt, dann ist Jacob dann. Richtig ja. Sauer, denke ich. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine Todsache. Das ist vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Eieieiei. Jetzt ist Abigail, wenn ich seht ihr das? Abigail ist auch richtig so confused-mäßig unterwegs jetzt direkt. Im Ernst jetzt? Er ist jetzt auch richtig sauer. Jetzt kommt hier langsam Fahrt in diese Gruppendynamik. Oh, und jetzt machen sie auch noch so einen Kuss, also... Das reicht. Oh. Sie ist richtig getroffen. Sie tut mir mal leid. Sie ist richtig getroffen. Es reicht! Er ist richtig sauer. Sie ist richtig getroffen. Ich wiederhole mich hier die ganze Zeit, aber es ist nur mal so. Und er realisiert jetzt so, oh, das war jetzt vielleicht nicht so cool. Danke, Nick. Und Abigail ist jetzt gerade von zwei Personen, die sie in dieser Gruppe eigentlich am meisten geschätzt hat, er ist gut. Enttäuscht. Weil einerseits hat sie ja immer gedacht, Emma ist sowas wie ihre beste Freundin. Ja, deswegen, das ist auch berechtigt, dass sie weggeht. Weil sie dachte, Emma ist sowas wie ihre beste Freundin. Arschloch. Und von Nick wollte sie ja was. Und jetzt ist sie von beiden... Hey, ich bin niemandes Freundin. Ach, fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Ja, deswegen spielt man so eine Scheiße auch nicht. Jacob, hol Luft. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. Ja, Nick.
Idiot. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Die ganze Gruppe ist jetzt gerade richtig im Trouble. Oh, 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 die sind ja schon richtig nah, die zwei. Verdammt. Verdammt. Was auch immer das bedeutet und heißen mag. Oh, jetzt haben wir wieder hier Zwischensequenz mit der... Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Ja, bei mir geht's so. Dann sag, was bringst du mir mit? Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Doch, du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Stimmt, wir haben gar keine Karten mehr gefunden. Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir. Okay, Boss. Bitte, mein Kind. Danke. Hey, sind wir Silas immer noch und das ist unsere Mutter? Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Wow. Stimmt, wir haben gar keine Tarotkarte mehr gefunden, aber wo hätten wir eine finden können? Oh. Kapitel 3, Ärger im Paradies. Ja, dann haben wir jetzt nun mal wirklich. Abigail geht alleine durch den dunklen Wald. Oh, da wird jetzt was passieren. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Oh nein. Wir sind mit Abigail alleine im dunklen Wald. Haben keine Tarotkarten gefunden. Wir gucken mal eben einmal, ob wir irgendwelche neue... Ah, wir haben neue Wege. Spiel mit dem Feuer. Emma beschloss, die Feuerwerkskörper mitzunehmen. Emma feuerte auf dem Rückweg zu den anderen an der Feuerwehrstelle, an der Feuerstelle Feuerwerkskörper ab. Okay, das ist schon mal Feuerstelle. Die Feuerstelle lädt zum Entspannen bei einem Gesangsabend ein. Sie liegt gleich am malerischen Seeufer und ist der perfekte Ort, um sich nach einem aufregenden Tag voller Abenteuer mit anderen Hecketieren auszutauschen. Da können wir, glaube ich, immer sehen, wo wer ist. Aber in der Feuerstelle sind noch Dylan, Caitlin und Ryan. Und hier im... Der Schattenlichtung ist gerade Abigail. Wo die anderen sind, wissen wir nicht. Naja. Gut, gehen wir zurück zu Abigail in den dunklen Wald. Was soll schon passieren, Freunde? Außer, dass die beiden Jäger jetzt wahrscheinlich gleich auf uns treffen. Die... Was war das? Ja, du warst ganz kurz in der Zeit. Ich hab nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Ah, wir sind wieder hier in diesem... Oh nein! Nein, jetzt haben wir wieder die... Och nee! Können wir nicht zurück zu... Wir versuchen zurückzugehen. Können wir wahrscheinlich eh nicht. Das ist ja dieser komische... Kreisweg. Ja, der Turm! Wir haben eine neue Tarotkarte, Freunde. Der Turm. Der Turm, der Turm. Stürzt deinen Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Fragen stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf und stürz nicht ab. Eieieiei. Hier eben haben wir uns noch gewünscht, dass was passiert. Jetzt passiert die mir gerade, finde ich, viel zu viel. Und vor allem, ich sehe überhaupt nichts. Es ist ja stockdunkel. Gut, ist ja auch im Wald, ne?
Ja, Freunde, ich glaube, Abigail wird fast die erste Person sein, die in diesem Spiel jetzt hier von uns gehen wird. Boah. Da war sie gerade. Habt ihr sie gesehen? Abigail nicht, ich schon. Aber wie können wir ihr das jetzt sagen? Oh Gott, um Himmel. Warum tun wir uns das hier an? Das wird nicht gut ausgehen. Achso, ich dachte, wäre eine Cutscene. Ich weiß auch nicht, gehen wir hier lang, oder? Erinnert uns an den Prolog, da sind wir auch alleine mit dem Mädchen durch den Wald gerannt. Und, die gruselige Frau hat uns die ganze Zeit zugetextet mit irgendeinem Käse. Hat sie aber erstmal überlebt, danach ist leider Max gestorben. Alle vermutlich, aber sehr wahrscheinlich, denke ich mal. Erst wurde er von so einem komischen Vieh angefallen und hat der Polizist auch noch da rumgeballert. Die Frage ist halt nur... Oh oh. Da steht jemand. Oh, ich bin mir unsicher. Doch, wir antworten. Nick! Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Oh Gott. Doch. Nick, Gott sei Dank. Hey. Hey. Hi. Hi. Du bist... Oh. Das ist, glaube ich, wieder das gleiche Vieh wie am Anfang, oder? Ich glaube, wir sollten an ihrer Stelle durchaus sagen, so Nick, es war nicht cool. Weil Ehrlichkeit wird immer am längsten. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Okay, das sollten wir, glaube ich, eher aus ihrer Sicht... Ich glaube, sie würde eher so ein bisschen so, ja, wegen der Sache vorhören, können wir da mal talken, so mäßig... Also, und die Sache von vorhin? Ja, wie krass. Emma wollte Jacob voll eifersüchtig machen. Glaubst du? Denk schon. Wieso sollte sie mich sonst so küssen? Stimmt. Ich hab einfach mitgespielt. Du Idiot, aber du hast ihr doch wehgetan damit. Scheiß ist mal nur auf ein Jacob. Spiel, oder? Ey, Nick, klar. Alter. Oh ja, wir sollten uns doch, denke ich. Oh, wie schön. Oh Gott. Ja, jetzt ist er auch noch eifersüchtig, weil er auch auf Abby... Oh Gott, nein. Was habe ich getan? Nein, nein, nein. Oh, oh. Hörst du das auch? Mhm. Ja, ich glaube, jemand wird jetzt sterben. Wir müssen bestimmt mit diesen Quicktime-Events... Mhm. Das kann ich nicht. Boah, das klingt aber gar nicht gut, Freunde. Vielleicht solltet ihr den nicht nachsehen, sondern einfach gehen, oder? Leute. Leute, wir gehen doch nicht zum gruseligen Tiger. Oh Gott. Wie? Okay. Zu knurrig. Es ist ein Bär. Zu flott. Guck in den Himmel! Was war das? Sah aus wie ein Zombie. Oh, wir müssen bestimmt Quicktime-Events machen jetzt. Oh! Oh!
sie würde Nick helfen, so gut. Nick! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott! Hallo! Aber wer schießt da? Oh Gott, nein! Geschafft! Verstecken oder rennen, verstecken oder rennen! Rennen! Raus aus der Situation! Was muss ich machen? So, einfach ganz auf W drücken, okay, okay. Oh, ich hab's geschafft! Was sind das für Viecher? Sind das Max und Laura aus dem Prolog? Die haben sich aber dann gehen lassen. Rauf auf den Baum. Glaubt ihr, Nick ist tot? Das sah fast so aus, ne? Oh, Himmel! Der kommt hinterher! Laura! Freunde! Werden wir Abigail retten oder nicht? Ich weiß es nicht. Nick ist schon von uns. Also jedenfalls recht sicher. Da oben ist wieder Laura. Oder Max, einer von beiden. Oh nein, ich muss... Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Geh weg! Jetzt können wir, glaube ich. Oder? Nein! Oh Gott! Ja, wir haben alles gegeben, um sie zu retten, und trotzdem wurde sie gebissen von Laura. Gott, aber wer schießt denn da in einer Tour? Das sind wahrscheinlich die Jäger, oder? Anzunehmen. Hackett's Crowley Bootshaus. Witziges Game. Wer ist denn jetzt im Bootshaus? Ist das Jacob? Der weint? Scheiß drauf. Oh, der Arme, nein. Er ist richtig heftig getroffen. Weil du emotional. Ach nein, der Arme. Er ist richtig verliebt in Emma, glaube ich. Das hat ihn richtig gerade das Herz gebrochen. Vor allem, wie wütend sie so gesagt hat, ich bin niemandens Freundin. Das hat ihm richtig... Oh nein, der arme Jacob. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So ist an sich ein schönes Lied, aber die Version ist irgendwie nicht so meine zumindest. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Och. Klar. Emma, da muss jetzt aber auch wieder wirklich zusehen, dass du das gut machst. Also das war hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Sie muss doch seine Tränen sehen. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Auf der anderen Seite ist aber auch okay, finde ich, also, was heißt okay, ja. Ist es sogar sehr gut, nein, schon klar. Dass sie so straight sagt, so von wegen so, nein, das ist nix, weil... Besser so straight sagen, so nein. Du kannst es nicht lassen, Theater als, zu spielen. Jacob. Irgendwie ich meine, was vorzuspielen. Ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Aber quasi. Ja, für ihn ist es halt blöd.
Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Hey, wir sollten jetzt aber nicht schlecht über Nick reden. Nick ist gerade im Wald von Laura getötet worden. Willst du mich echt fertig machen? Das war der Hammer. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Ja, ich meine, Jacob muss aber auch bei aller Mitleidsgeschichte so... Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Oi, oi, oi. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz... vorbei. Eieiei. Okay. Gut, was ich sagen wollte, bei allem Mitleid für Jacob muss Jacob auch aber, meine Güte, muss Jacob aber auch akzeptieren, dass, wer kommt denn jetzt? Ist das Max und Max lebt unter... Wer ist er denn? Wer ist das? Hallo? Ja, gut. Wer auch immer das sein mag, werden wir wahrscheinlich rausfinden. Gut, ich schau mal kurz auf die Uhr. Ja, ich würde fast sagen, mit diesem Neubeginn der neuen Szenerie fassen wir noch mal kurz die Geschehnisse zusammen. Also, wir wissen jetzt, dass... lassen wir mal diese ganze Teenie-Knutscherei da jetzt mal außen vor. Das ist ja auch nicht so wichtig. Abigail ist von der Hexe verfolgt worden, vermute ich mal, weil dieses Abby und so weiter, das wird die Hexe gewesen sein. Dann sind Abigail und Nick dumm gewesen und sind auf dieses knurrende Ding im Wald zugelaufen, was ja auch super dämlich einfach ist, weil, warum sollte man das tun? Könnte ja auch ein Bär oder ein Wolf sein, da geht man ja auch nicht mal drauf zu, um mal zu gucken, sondern man versucht ja von wegzukommen. Ist auf jeden Fall so passiert. Sie sind dann angefallen worden von Laura oder Max, ich weiß es nicht, die beiden haben sich offensichtlich gehen lassen. Irgendjemand hat aber auf diese Viecher geschossen, das waren wahrscheinlich die Jäger. Nick, würde ich fast vermuten, ist tot. Abigail wurde in der Schulter gebissen. Ja, und jetzt sind wir bei Dings hier, Jacob und, wie heißt sie denn nochmal, Emma. Jacob will Handtücher holen, damit er damit Emma einen vergnüglichen Abend hat. Irgendjemand ist da unten im See. Werden wir noch rausfinden, wer das ist. Und an der Stelle beenden wir dann die Folge. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.